So, hallo, hier ist Wolf Hoffmann von Accept. Wir sind in München, machen gerade Promotion für unser neues Album The Rise of Chaos. Das kommt am 4. August raus und ich freue mich tierisch drauf. Jetzt sind wir gerade vor dem Prinz-Regenten-Theater in München, einem Wahrzeichen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, wir sitzen jetzt hier mit dem Jochen. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Sehr gerne, Wolf. Was bist du denn eigentlich? Du bist was hier? Was machst du hier? Erzähl mal. Ich bin hier der stellvertretende künstlerische Direktor im Prinzregententheater. Und was immer noch nicht jeder weiß, seit 1993 ist das Prinzregententheater Sitz der Theaterakademie August Everding. Oh. Und wir sind die... Ist das der Herr da oben? Das ist der Herr hier oben rechts. Und wir sind die größte Ausbildungsstätte für Bühnenberufe in Deutschland. Klingt ja krass. Klingt super. Ja. Und was führt dich denn zu uns heute? Ja gut, wir kennen uns ja sowieso schon von vorher. Du bist ja auch hier, wie man sieht, Metal-Fan und Klassik-Mensch. So ist es. Im Grunde genommen bin ich das ja auch. Also natürlich jetzt irgendwie auf andere Art. Aber was mich hierher führt, ist natürlich die Liebe zur Klassik. Ja, wie du ja weißt, oder viele Leute wissen, im letzten Jahr kam Headbanger Symphony raus. Und ja, ich bin ja schon immer, also schon lange Classic-Freak und mich hat ja schon immer die Idee begeistert, klassische Musik zu verschmelzen mit meiner Welt, der Welt des Heavy Metals. Und ich habe halt auch die Möglichkeit bekommen, mit einem richtigen Sinfonieorchester aus Prag in diesem Fall zusammenzuarbeiten. Was wir jetzt schon in dieser PR-Aktion angekündigt haben, wir werden in Wacken spielen in 5 Wochen auf dem größten Heavy Metal-Festival der Welt, wird diese Sache jetzt zum ersten Mal uraufgeführt. Aber Wacken sollte nicht das einzige Konzert dann bleiben. Ja, ich meine, Headbanger Symphony. Schön wäre natürlich auch eines Tages, das woanders aufzuführen. Und deswegen halte ich immer die Ohren und Augen auf und dachte, vielleicht schauen wir mal, ob es hier ginge eines Tages, wer weiß. Sollen wir noch mal reingehen, mal gucken, wie es da aussieht? Dann schauen wir uns doch mal den Zuschauerraum an. Wolf, habe ich dir zu viel versprochen? Jetzt sind wir hier in dem Zuschauerraum. Der hat den Charakter eines Volks- und Amphitheaters. Amphitheatralisch, guck mir das jetzt hier vor. So ist es, ja. Du siehst die aufsteigenden Reihen. Wir haben keine Ränge. Und von jedem Platz aus sieht man gleich gut. Und das ist der große Vorteil. Dadurch klingt es hier, vor allen Dingen die Musik, voluminös. Ein warmer Klang und fett ist er natürlich auch. Man kann schon sagen, das macht einen super Eindruck. Ich finde vor allem die Decke ist natürlich super schön. Ne? Und das gibt es in München halt nur hier im Prinzregententheater. Deswegen sind wir das Haus mit der besten Akustik. Sensationell. Ja. Hier müssen wir Headbanger Symphony hinbringen, Leute. Hier, das schreit danach. Komm mit einem Veranstalter mit Headbanger Symphony hier zu uns ins Prinzregententheater. Ich bin dabei. Ideale Voraussetzungen. Absolut. Gebonkt. Deal. So, Freunde, das war jetzt mein Besuch hier im weltberühmten Prinzregententheater in München. Und wir sehen uns zunächst in Wacken am 3. August. Ich freue mich drauf und vielleicht sehen wir uns ja auch dann bald hier. Bis dahin, tschüss.